Hallo, eigentlich müsste ich hier jetzt Sirenen abspielen lassen, denn ich müsste dich direkt warnen, dass die Heidelberg-Cookies, welche ich heute mit dir backen möchte, total süchtig machen. Ich würde sagen, wir starten auch direkt, denn dann kannst du schnell einen probieren und dich davon selbst überzeugen. Für die Heidelberg-Cookies brauchst du folgende Zutaten: 250 Gramm warme Butter, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Vanillesirup, 200 Gramm Zucker, 100 Gramm Rohrzucker, 150 Gramm Frischkäse, 2 Eier, 2 Teelöffel Backpulver, 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Speisestärke und 250 Gramm Heidelbeeren. Als erstes gibst du Butter, beide Zuckersorten, die 2 Eier, Vanillesirup und Salz in eine Rührschüssel und lässt das alles für ca. 5 Minuten cremig miteinander verrühren. Und jetzt gibst du den Frischkäse hinzu und lass den ca. 30 Sekunden unterrühren. Jetzt wird noch Mehl, Speisestärke und Backpulver darüber gesiebt und dann nochmal kurz miteinander verrührt. Und das lasse ich jetzt einfach ganz kurz miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten einfach zusammen verbunden haben. Und jetzt werden die Heidelbeeren noch kurz untergerührt. Und wer es auch gerne ein bisschen schokoladig mag, kann einfach ein paar Schokotrops noch dazugeben. So. Jetzt gehe ich noch einmal mit einem Teigschaber am Rand entlang und dann können wir schon anfangen und unsere Cookies formen. Und jetzt lege ich mir einfach schon mal Backpapier auf die Arbeitsfläche, damit ich die Cookies direkt auf Backpapier setzen kann. Und ich persönlich setze die am liebsten einfach mit einem Eisportionierer da drauf. Aber du kannst das zum Beispiel auch mit 2 Löffeln machen. Dann machst du auf einen Löffel einfach die Masse drauf und stichst mit dem anderen Löffel die Masse dann aufs Backpapier. Und los geht's. Wichtig ist, dass du auch ein bisschen Abstand zwischen den Cookies lässt, denn die gehen im Backofen nochmal auf. Und jetzt können die Cookies endlich gebacken werden. Dafür habe ich den Backofen schon auf 170 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Die ersten Cookies brauchen bei mir meistens ca. 20 Minuten. Danach etwas weniger, so zwischen 15 bis 20 Minuten. Ob die Cookies gut sind, merkst du, wenn du einfach mit einem Messer unter die Cookies gehst und die nicht komplett auseinanderfallen. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass du die wirklich nicht komplett hart im Backofen bekommst. Denn du musst die rausholen, einfach etwas liegen lassen und dann kühlen die nochmal aus und werden härter. Aber jetzt ab in den Ofen mit denen. Meine Cookies kamen gerade aus dem Ofen. Wenn du die mal nachbacken solltest, dann beiß bitte direkt in einen rein und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir dann mal schreibst, ob die bei dir auch Suchtpotenzial haben. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Falls du Lust auf weitere hast, dann schau doch gerne mal auf meiner Internetseite oder bei mir auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, deine Jannika.